Hallöchen, ich stehe vor dem verbotenen Wald. Oh nein, wir gehen noch nicht in den verbotenen Wald. Mit dieser richtig schönen Geräuschkulisse von den Trompetenblumen. Wir machen erst die Schatzsuche. Das wird nämlich schneller gehen, bevor wir in den verbotenen Wald gehen. Also nehme ich mal an. Und das möchte ich, ist für mich jetzt ein kleines bisschen wichtiger, nicht? Ist das auf einmal hier ein Hauch von Liebe? Das war das. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit den fliegenden Kerzen. Lumos. So. Die Brücke ist da. Da. Verzauberte Kerzen. Wohin mögen die führen? Das ist ein Brief. Liebesbrief. Wird man den Liebesbrief jetzt mal lesen? Der müsste dazugehören. Meine liebste Apollonia. Apollonia? Würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Richard! Was machst du denn hier für Dinge? Das müssen wir den Kerzen folgen. Wenn wir jetzt in den Wald müssen, zu Richard, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht gehört es auch zusammen. Bloß nicht jeder, vielleicht hätte nicht jeder diesen Brief Geld. Diesen Brief gefunden. Kein Plan. Vielleicht laufen wir jetzt auch zu Richard. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ach. Durch welches Warnschild bin ich denn gerade durch? Gut, da hinten ist schon... Müssen wir gucken. Irgendwo wartet doch auf Richard. Muss ich ja im Dunkeln kämpfen, na Supi. Hä? Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen machen wir. Ich laufe nur ein bisschen schneller, weil da war gerade scheinbar sowas wie ein Gegner. Ey, manchmal zucken die aber richtig schnell, die Kerzen. Da oben sind Pilze, ich würde die gerne kurz einsammeln. Nee, gar nicht. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Okay, das war jetzt Zufall. Ich habe da was leuchten gesehen und ich dachte, da wäre ein Pilz oder so. Aber wir sind schon da. Lumos. Ja, wir sind schon da. Okay. Wer läuft dann hier auch außen rum lang? Ich glaube, man hätte hier außen rumlaufen müssen, weil da sind die Kerzen. Ah, okay. Die Schatzsuche liegt mir. Okay. Aber es ist eine coole Idee. Und die Kerzen wollte ich sehen. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Das sieht doch cool aus. Ich finde, das sieht so cool aus. Dann können wir jetzt auch die Sache mit Richard machen, weil wir haben ja schließlich seine Picknick-Idee schon entdeckt. Ich würde mir aber anschauen, das war ein Erscheinungsbild, was wir bekommen haben. Oder? Liebesbrief. Ich kann nicht ihm die auch geben. Ich weiß es nicht. Was wir hier eingesammelt haben, ich denke mal, mit Richard ist er gemeint. Er will mich auch hier treffen. So, das Aussehen. Wir haben ein Erscheinungsbild bekommen. Schal des Schatzsuchers. Nein. Damit hat sich es auch geklärt. Gehen wir zu Richard. Jetzt. Ist er auch hier im verbotenen Wald? Sollten wir ihn zumindest treffen? Lumos. Mhm. Ein bisschen dunkel hier. Ich kann Sachen einsammeln. Ja, okay. Es wird wieder... Aber ich glaube, im Wald wäre es generell dunkel, nehme ich mal an. Ja, der verbotene Wald. Muss ja ein bisschen schattig sein. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ach, hier. Hier gibt es relativ viele Ruinen. Wir hatten ja die anderen Ruinen auch. Da hinten ist auch Licht. Okay, hier gibt es mehrere Wege. Ich will nicht wissen, wie groß der verbotene Wald ist. Heilige Scheiße. Okay. Aber es hat mich nicht angegriffen. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe viel zu tun. Wer hat denn hier geredet? Ach, er vielleicht. So, ich bin da. Hier bin ich. Wie versprochen.
Ich auch, wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Ja. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja. Und was mir gerade einfiel, Voraussetzung war doch Expelliarmus. Das müsste ich noch hier raufsetzen. So. I'm ready. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Wie weit muss ich denn? Hilfreich. Danke. Wie weit muss ich denn? Ich muss über eine Brücke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja. Scheiße, ey. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ja, mein Lieber, ja. Das Problem ist, mir bringt halt Expelliarmus gar nichts. Curioso. Curioso. Expelliarmus. Was ist denn hier da? Hasse Spinnen, ich bin wie Ron. Wirklich. Ich fang bloß nicht an zu weinen. Gegner auf höheren Stufen als du sind schwerer zu besiegen. Ach, wirklich? Wirklich? Ich konnte mich gar nicht so schnell heilen. Ah, gut. Mal gucken. Mal schauen, wie viele Runden das hier heute werden. Bin mal gespannt. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, das ist auch so ein Spinnennetz. Da. Nervioso. Ortego. Speriamos. Alter. Okay, die dürfen nicht zu nah rankommen. Vorhin habe ich das besser hinbekommen. Die dürfen nicht zu nah rankommen, weil dann kann ich mich nicht mal heilen. Nicht mal heilen. Levioso. Expelliarmus. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Na. Wie habe ich das vorhin hinbekommen? Vorhin habe ich das richtig gut hinbekommen. Ich konnte doch nachsehen, welche Tiere welche Schwächen haben. Wo auch immer man das nachschauen kann. Bei Sammlung. Gegner. Gegner, die du bereits besiegt hast. Eine Spinne hatte ich doch schon. Kreuzspinnenbote. Alle magischen Spinnenarten sind anfällig für Feuer, besonders bei niedriger Gesundheit. Okay, wenn ich die fast runter habe. Okay.
Bei niedriger Gesundheit wird die Spinne durch Feuerangriffe entzündet, wodurch sie hektisch umherjagt, ehe sie stirbt. Wenn sie vor dem Tod weiteren Schaden nimmt, explodiert sie und trifft dabei Ziele in der Nähe. Wenn diese Spinnen anfangen, sich zu eilen zu kramen, reißt Filipendo sie aus dem Boden, was ihnen einen massiven Schaden zufügt. Gut, das kann ich ja noch gar nicht. Kreuzspinnenbote und Kreuzspinnenmatriarchen. Dieses Scheusal bäumt sich auf, stürzt sich vor mit einem mächtigen Biss. Der Schildzauber zerbricht auf sein Ziel. Die sinnvollste Verteidigungstaktik bestand, auszuweichen. Wenn sie sich aufräumt, reiße sie mit Descendo nach unten, um sie zu überrumpeln. Okay. Das heißt, die zwei gibt es hier. So, wie bin ich ausgerüstet? Ich könnte es auch unsichtbar machen, wenn es geht. Ich kann halt echt so viel noch nicht. Also den Feuerzauber habe ich da, das habe ich alles da. Ist schon etwas schwieriger. Ich könnte probieren, mich unsichtbar zu machen. Das könnte ich danach ausprobieren. Ich würde sie gern rauslocken, damit ich die anderen nicht auch noch habe. Es wird mir helfen. Unvermeidlich quasi, wenn ich sie angesehen würde. Ach komm. Levioso. Tego. Accio. Saliamos. Accio. Brauch unbedingt mehr Magie. Ich bin auch ausgewichen. Ich kann gar nicht so schnell. Die Antwort ist ja nicht jetzt auch wach. Das ist eine kleine, eine Schützen. Keine Ahnung. Ja, es bringt nichts. Ich muss auch einfach weitermachen, Leute. Einfach weitermachen. Ah, jetzt war ich aber näher dran. Okay. Okay, dann gibt es auch diese kleinen Spinnen. Also ich muss die große erstmal. Ich muss die große erstmal machen. Okay, wenn die. Was heißt denn, wenn sie fast kein Leben mehr hat? 5%? 5% und ich habe auch meine beste Ausrüstung schon an. Ah ja. Immer schön erstmal rausrollen hier. Vielleicht stirbt der. Probieren das hier zu lösen irgendwie. Weiß auch nicht wie. Theoretisch gebe ich mein Bestes, was so geht. Sieht man nicht, aber ich probiere es. Der reagiert gar nicht, dass ich hier draußen bin. Ah, sie kommt nicht weiter raus, oder? Oh, doch. Ich weiß nicht, ob sie nicht weiter raus kann, ob das quasi ein Bug ist. Doch, sie kann weiter raus. Ich habe sie gerade ein bisschen rausgezogen. Okay, dafür muss ich näher rein, glaube ich. Ah, so ist gut. Okay, ich muss halt Kombos machen. Okay, ich probiere jetzt mal. Akio. Jetzt brennt sie doch. War noch nicht richtig. Okay, sie ist tot.
Die ist tot. Gut, so sollte man das 100% nicht machen. Ich weiß, ich mach's trotzdem so. Was ist das hier? Das platzt doch gleich. Jetzt. Achso, da kommen die Viecher raus. Okay. Da sind noch mehr so eine Dinger. Kann ich den hier einfach anzünden? Es hilft nichts. Ich muss einfach weitermachen. Okay, gegen die kleinen Viecher auf jeden Fall Feuer. Okay, aber das habe ich jetzt. Den hier vorne, den Teil habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob Bob's jetzt gespeichert hat oder nicht. Muss hier noch weiter rein. Wahrscheinlich Feuer. Ja. Uiuiui, das wird hier aber... Das wird eine längere Runde, Leute. Ich brauche da etwas länger. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeiltränke. Ich muss sparsam sein. Da kann man lang. Ich würde jetzt erstmal da hochgehen, weil man da hoch kann. Das sehe ich doch. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt Augen im Kopf. Wie? Mal schauen, was dann. Wilderer Spurensucher sind hier auch noch. Ich glaub's ja. Kann ich hier runtergehen? Dann sehen die mich vielleicht nicht. Ja. Ich glaube, die gehören jetzt nämlich nicht zu der Quest. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat. Die Wilderer da oben, ansonsten mache ich da gleich weiter. Oh, du, kurz. Erstmal kurz Entspannungspolster. Sagen wir es mal so. Das ist ja nervenaufreibend wird es ja doch noch hier heute. Also der verbotene Wald sieht schon cool aus. Ich würde... Also... Ja, da ist der Wasserfall Danger. Oh, ist aber schon hier Danger. Ich würde der Lumos benutzen, aber ich habe Angst, dass hier was kommt und ich brauche meine Zauber, die ich da gerade überall habe. Da gibt es auch Tiere. Welche Tiere gibt es denn hier? Knuddelmuff. Okay, hier gibt es auch Knuddelmuff. Sehen die anders aus? Nee. Gut, hier gibt es auch Knuddelmuffs. Gibt es eigentlich eine Buchseite zu den Knuddelmuffs? Revelio. Nö, gibt keine Buchseite zu den Knuddelmuffs. Da hinten waren Pilze, brauche ich jetzt nicht. Ich würde weitergehen erstmal. Gut, da gibt es auch Knuddelmuffs. Gut zu wissen. Denn das brauchen wir. Okay. Mal gespannt, aber ich glaube, es hat er jetzt gespeichert, dass wir nicht alles nah wiederholen müssen, wenn ich gleich sterbe. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Ich sehe kein Hirsch. Es sieht wirklich geil aus. Ach, da hinten sind die Hirsche. Das sieht schon cool aus. Ey, Leute. Okay, hier. Da gibt's Schnellreisepunkt. Genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hier ist ein Grab. Hier sind Pflanzen und so. Hier ist, flüstere das Passwort. Okay. Gibt's hier noch eine Info? Ich denke nämlich bestimmt schon. Revelio. Na, da sind nur Pilze, wo ich nicht reinkomme. Ich außen rumlaufen müsste. Ne, okay, gut. Ich hätte gedacht, dass, hier gibt's vielleicht noch eine Info. Intramuros. Hier draußen wird euch niemand hören. Nicht wirklich. Ich wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Alter, was wollt ihr denn von mir? Bist du bald fertig? Nee. Eine vollkommen erbärmliche Abstellung. Ich bin komplett überfordert. Komplett. Ja,
kommst du nicht davon. Das habe ich ganz viele getrunken. Kannst du mich nicht beeindrucken? Oh, das ist peinlich, was? Incendio. Spelliarmus. Ortego. Gewöhn dich nicht daran. Alter, was wollt ihr denn von mir? Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Ich glaub's ja, erstmal alles einsammeln, was sie gedroppt haben. Eieiei, jetzt habe ich nur noch einen Trank übrig. Ich habe ja eigentlich diese Kohlköpfe noch, sehe ich gerade. Diese beißenden Kohlköpfe. Ich glaube, die benutze ich nächstes Mal. Das ist ja schon wieder eine Prozedur, Leute. Ins Grab. Wir kommen jetzt ins Grab. Mit Ladebildschirm. Wenn schon kommt bessere Ausrüstung mit höheren Werten, wo ich mir denke, ja, aber ich habe doch keine bessere. Vielleicht habe ich jetzt was Besseres eingesammelt. Ja, eine Sache muss ich eingesammelt haben. Kopfbedeckung. Gepflegter Hexenhut. Ja, den würde ich sogar auflassen. Den würde ich sogar auflassen. Aber ja. Das hat jetzt bestimmt richtig viel ausgemacht, Leute. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Zu groß für mich. Zu groß. Hä? Achso, das sind die Pilze. Aber gut, hier sind ganz viel von den Pilzen. Die brauchen wir für den Mega-Power-Trank. Ist hier auch noch was? Ja. So. Da geht's auch weiter. Okay, da sehe ich die Zeichen. Eieiei, bis nach da hinten. Diese Runen müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Jo, ich weiß. Und ich wette, wir gehen dann da hinten irgendwo durch. Okay. Solange erstmal keine Gegner kommen. Ganz gechillt wollte ich das haben. Ganz gechillt. Feuer? Incendio. Nee, dann Leviosa. Levioso. Oh, Levioso. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Gucken wir es uns an. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Nee. Wirklich? In so einem Grab? Ich bin begeistert, wie groß dieses Grab ist. Muss ich jetzt mal ob sagen. Ob einer meiner Zaubersprüche mich hierbei helfen wird? Wieso sagt sie das eigentlich, wenn ich doch vorhin auch schon Spinnennetze wegmachen musste? Oh nö. Das sind ja richtig viele. Gehen wir erstmal weg. Ich brauche erstmal Freiraum. Erstmal Freiraum. Und dann machen wir die nacheinander. Nicht fünf auf einmal. Zwei sind ja okay, aber doch nicht fünf. Doch nicht fünf. So, die kann ich doch jetzt in Feuer stecken. In Feuer. Oder auch nicht. Verschwendet. Ich weiß. Aber ich habe beide, glaube ich, getötet damit. Ja, ich habe beide damit gerade getötet. Stufe 14. Spinnenfangzahn. Okay. Ich hätte hier noch was übersehen, was sie gelootet haben. Nee, da doch. Hier liegt doch was. Spinnenfangzahn, da lang zwei. Da sind noch mehr. Da sind noch Fledermäuse. Da sind noch Fledermäuse. Aber ich hatte ein Ausrüstungsteil, was ich die ganze Zeit noch nicht ausrüsten konnte. Wo auch immer das nochmal war. Wegen meiner Stufe.
Was habe ich denn hier bitte schön eingesammelt? Toll, Hausmaske. Gottes Willen. Nee, doch. Ich hatte irgendwo was. Das konnte ich nicht anziehen. Ja, hier 14. Das muss ich auch nicht ändern, das sieht okay aus. Hier sind noch, da waren noch Fledermäuse, kann ich sehen. Schau mal. Da sind noch. Nee, sollen Spinnen sein. Wo muss ich denn lang? Rechts oder links? Binde die fehlenden Seiten. Ah, ich wette, ich muss auch da lang. Machen wir erstmal das hier. Machen wir erstmal Spinnen. Expelliarmus! Wieso kann ich die nicht? Muss ich da erst echt... Ich muss wirklich da durch? Ich kann die nicht von hier anvisieren? Wie blöd ist das denn? Jetzt. Nee, kann ich nicht. Ich muss da echt reinlaufen. Ich muss ins Nest reinlaufen. Das kennt jeder schon aus den Büchern, wie dumm das ist, in so ein Nest reinzulaufen. Ich habe kein Auto, was mich hier rausholt. Sorry. Habe ich nicht. Ich gehe erstmal hier unten gucken. Ich brauche ja die fehlenden Seiten finden. Ich gehe erstmal da unten gucken und danach gebe ich mir den Stress da oben. Was ist denn das? Was ist denn das? Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreten. Ja. Also zu den Tierchen gehen wir auch noch, aber ich will erstmal... Hier sind auch welche. Okay, das waren Dekotiere. Das waren keine Gegner. Oder? Ne, jetzt. Seltsam. Das ist ja. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ach, wenn man die Sache hier alleine machen muss, so sieht's nämlich aus, Leute. Ich sag's euch. Kann ich mich in Brand setzen? Nein. Wahrscheinlich magische Flammen. Hat mich jetzt trotzdem interessiert. Okay. Die herbeirufen. Ach, hier. Okay, ich hätte das ausrichten sollen. Ja, aber wo will ich denn hin? Muss ich überlegen, wo ich hin möchte. Weil... Ach, nach da oben möchte ich? Oh, okay. Dann muss die Platte etwas mehr... Ach, da drüben. Ich habe erst gedacht, das hier wäre kein Wasser. Dip-Tam-Blätter. Ach, hier. Noch ein Stück. Ist das mittig? Noch lang nicht. Gucken wir mal, ob wir Sprung machen können. Oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen rausholen. Dann kann ich ja von der einen Seite anfangen, darüber zu springen. Nee. Die sitzt fest. Okay. Sitzt die auch fest? Ja. Vielleicht kann ich mich dann ranziehen, wenn ich da draufstehe. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir jetzt so vorstellen, dass man sich da ranziehen kann. Ich schaffe es ja niemals, darüber zu springen. Was ist das für ein Grafikbug? Gut, weit kann sie nicht springen. Dann würde ich es ranziehen und probieren, wenn ich draufstehe, mich darüber zu dingsen. Alter. So sieht's aus. Eigentlich habe ich losgelassen, aber okay. So, ich probiere es. Ja, okay. Okay, so ist es gedacht. So ist es gedacht. Bin ja auch noch Spinnen. Ich habe einfach nur Geld. Da ist eine Kiste. Kann ich diese Eier lösen? Nee. Kann ich was... Aber schau mal, ich kann sie anvisieren. Ich hab sie einfach nur kaputt gemacht.
kann sie jetzt nur noch reparieren, nehme ich an. Kunstvoll wacholderfarbene Handschuhe. Revelio. Gut, ich habe das einfach nur kaputt gemacht. Das ist Deko. Repariere ich jetzt nicht, oder? Brauchen wir doch nicht, aber was sagt mir das hier? Gut, das kann ich nicht fixieren hinter dem Ding. Also hier waren keine Handbuchseiten. Beziehungsweise diese anderen Seiten. Diese fehlenden Seiten. Gut, das ist durch. Dann gehen wir jetzt da hinten lang, wo die Spinnen sind. Yeah, kann ich da hoch? Geht's auch lang. Da geht's auch lang. Ah, okay. Ach nee, von da kam ich. Okay. Naja, dann schaue ich mal. Also ich glaube, ich muss hier rein. Sonst kann ich auch nicht kämpfen, aber hier sind richtig viele. Die fasse ich nicht an. Protego! Da kommen noch große. Ach. Da kann ich nicht durchrollen. Oh, die ist hier. Ach, die können ja krabbeln. Ich erinnere mich. Ich stand da irgendwo. Alter, jetzt kommt ihr hier überall durch. Alter. Eins sind wir auch gut. Okay. Kommen noch mehr? Die krabbeln ja durch den Boden. Hier, weil jetzt kann ich mich kurz ein bisschen heilen. So macht man das. Auf jeden Fall sammle ich ganz viel von diesen Zähnen. Vielleicht habe ich das nochmal, dass manche hierher kommen. Also eine würde mir reichen. Aber ich habe keinen Heiltrank mehr. Ah, jetzt kann ich sie angreifen. Jetzt zurück, 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 zurück. Eine ist auf jeden Fall hier. Sie tot? Okay, wenn ich halt so gebückt bin, kann ich nicht angreifen. Und vorne hat es gar nicht geklappt. Ich glaube, so soll man das auch nicht machen. Mir egal. Ausnutzen, was geht. Okay, sie krebt sich ein. Sie kommt. Wird sich eingegraben. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Ich habe die Windows-Taste gerade gedrückt, weil die neben der Steuerung ist. Und kack. So. Muss man schon aufpassen, was man drückt. Wenn man so verwirrt ist. Wie ich. Okay. Zwei. Die ist quasi fast tot. Ich könnte nämlich X anwenden. Das mache ich doch bestimmt bei einer, die fast tot ist. Incendio. Die ist auch bald tot. Okay. Okay, man nimmt es. Weil da hätte ich jetzt diese alte Magie nicht angewendet. Wirklich nicht. Wenn die fast down sind. Ich muss näher ran für Incendio. Definitiv viel, viel näher ran. Ach, das wäre eine Küste. Revelio. Ist hier noch was anderes, außer das? Offensichtliche? Nee. Boah, ist auch nicht mein Ding, ey. Spinnen. Blau-grünes gestreiftes Gewand. Ist das besser? Blau-grün. Ach, hier unten. Nachtgewand für Naturliebhaber.
Ja, so. Wir hoffen, dass wir so Gesundheit. 555 Punkte, aber meine Verteidigung. Ich muss einfach noch besser werden hier. Hier habe ich auch was Neues eingesammelt gehabt. Handschuhe. Ja. Ja. Na dann. Kümmere mich später um mein Erscheinungsbild. Momentan habe ich hier ganz, ganz andere Probleme. Ganz andere Probleme, Leute. Suchen wir weiter. Also ich mache gar nicht das, was wir machen sollen. Ich mache alles andere, aber nicht das. Wir folgen hier nicht verfügbar, war klar. Aber hier habe ich alles abgesucht. Hier war ich jetzt. Also können wir wieder zurück. Ich war einfach komplett nicht da, wo wir sein sollen. Das tut man nicht alles. Nach da muss ich ja. Komm ich denn da runter? Das ist die Sache. Da runter muss ich. Also schon da, wo ich glaube ich war, oder? Also, könnte jetzt ein bisschen dauern. Bis ich herausfinde, wie ich da hinkomme. Ich hoffe, es kommen nicht nur mehr Spinnen. Hä? Bin ich hier? Wo bin ich denn vorhin? Ach, ich war da hinten und dann bin ich wieder hoch. Ich hätte gar nicht dahin in dieses Vogelnest gehen müssen. Jetzt kommen wieder die nächsten. Tego. Das nenne ich. Ich habe keinen Bock mehr. Sie kam keine Sekunde zu früh. Ich finde es lustig, dass sie das gesagt hat, obwohl ich noch gar nicht am Ende war mit meinem Leben. Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jack das lösen konnte, kann ich das auch. Es ist doch schon wieder Levioso. Levioso. Ah. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Ich wollte gerade sagen, vorhin waren es auch drei, es reicht nicht aus. Versteckt sein. Ich schaue mich erstmal um. Ich benutze jetzt noch bestimmt noch... Also, sorry. Ich guck mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie es so weit außerhalb machen würden. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich kann... Kann ich Sachen hochheben? Da. Vielleicht, wenn man hier runter guckt, kann ich hier ein bisschen rüberspringen? Nee. Da oben ist auch nichts. Revelio. Ist denn hier ein Hinweis? Da hinten. Mm. Ich mach das mit dem falschen Zauber, Leute. Levioso. Jetzt. Genau hingucken. Bemerkenswert. Diese Pilze, die immer erstmal ihre Stacheln zeigen. Münzen? Noch mehr Münzen? Wer ist denn da gestorben, der Arme? Also fühle ich mich auch, so wie er da liegt. Ja. Kommt ungefähr hin. Revelio. Ist schon wieder ein Spinnennetz? Nest. Ich weiß, theoretisch sind es nur zwei. Das heißt, ich gehe hier durch, da ist eine große und ich gehe wieder zurück. Ich sag einmal, jo, was geht, und geh wieder zurück. Das hat nicht gefunzt. Das hat einfach nicht gefunzt, sage ich euch. Kann ich nicht springen und die dann antitschen? Ich will halt nicht alle, wenn ich Glück habe, dann sind es halt erstmal nur die beiden. Zwei sind ja okay. Wie doof ist das denn? Gehen wir da rein?
Probieren wir die jetzt richtig anzudingsen. Ist das Deko? Sind das Deko-Spinnen? Die reagieren nicht. Das sind andere. Ist irgendwas anderes. Aber es wird mir als Gegner angezeigt. Revelio. Wenn ich zurückgehe oder was? Ich habe keine Ahnung, sind das Deko-Spinnen? Finde ich jetzt aber ein bisschen weird. Also die Deko-Spinnen kann man mit einem Dings kaputt machen. Da geht's wieder hoch. Ich würde erstmal hier hochgehen. Außer da sind Bilderer. Sind da Gegner? Ich gucke jetzt direkt. Nee. Zumindest sehe ich noch keine. Die kommen schon gleich aus ihren Dings geschlüpft. Häuschen und so. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Schuluniform. Also es ist die ist schlechter, die ich jetzt hier gefunden habe. Okay, ich hätte nicht da hochspringen müssen. Also doch, aber... Muss ich mir zurück... Ja, komm. Stell dich nicht so an. Sag euch, nachher ist mein Inventar wieder mal voll. Keine Spinne? Dann kommen die bestimmt, wenn ich nachher hier rausgehe. Gut, dass Jack da nicht runtergefallen ist. Oh, das sind jetzt aber gegnerische Spinnen, oder? Revelio. Ja. Ach ja. Ach ja. Läuft es nicht richtig gut? Hier gibt es mehrere. Also man kann scheinbar geradeaus, was man sieht. Aber da gibt es noch und da. Ich gucke jetzt erstmal hier nach, was es hier gibt. Das sieht am kleinsten aus von der Karte, nenne ich es mal. So, ob es hier noch was zum Einsammeln gibt? Ja. Grüner Schal, der ist aber auch schlechter. Ich will hier nichts mehr übersehen. Aber hier gibt es nicht so viel. Jetzt würde ich nach da drüben gehen und dann würde ich erst geradeaus gehen. Also, wenn es da was zum Looten gibt, ich bitte euch, dann wird gelootet. Wer lootet denn nicht? Okay, ich habe wahrscheinlich voll viel übersehen, ich weiß, aber... Ich probiere wenigstens den offensichtlichen Sachen nachzugehen. Will da hoch? Hallo? Wieso schafft sie das jetzt nicht? Ist hier etwa eine unsichtbare Wand? Revelio. Akio. Ist auch lustig, im Kampf muss ich das aufladen. Ich will an die Kiste. Ich will an die Kiste. Was war das denn jetzt? Keine Ausdauer oder was? Mann. Okay, hier sind wieder... Tolle. Okay, okay. Ortego. Machen wir die mal kaputt. Ach so, weil ich mich verletze mich natürlich immer selbst damit, wenn ich zu nah dran bin. Ich entferne mich immer mehr. Warte gerade, dass sich mein Leben ein bisschen aufdingselt. Na, falsche Richtung. Okay, jetzt kommen ein paar Spinnen. Ein paar, sehr viele. Also das sind diese kleinen Viecher, die da rausgeplopft sind. Achso, die ich nicht vorher kaputt machen konnte. Okay, ich habe gedacht, jetzt kommen größere. Revelio. Ich hatte echt gedacht, da hinten sind ein paar größere. Da ist aber auch eine Kiste. Sind die hinter der Wand? Ah ja, da. Jo, das ist doch mal mein Ding. Jo. Genau so. Dass nur eine hinter einem her ist. Okay,
Okay, die ist weg. Und noch zwei. Ich brauche hier ein bisschen Platz, um zu interagieren. Deko? Ja, Deko. Ja, wird doch. Aber es ist halt ein bisschen schwierig. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? Aber auch ein bisschen schlechter jetzt die Uniform. Revelio. Also ich finde es weird. Aber es ist halt schwierig, wenn man direkt in der Mitte von was ist, weil dann sieht man ja nicht, was einen alles angreift. Dann kann man nicht so gut ausweichen oder sich schützen. So ist dann okay. Mich stört das mit der Truhe da, warum man da nicht rankommt. Mit dieser unsichtbaren Wand, die da ist, dass man da nicht hochspringen kann. Das stört mich halt wirklich. Ich konnte es jetzt mit dem Zauber auch nicht ändern. Ich habe was verbaselt. Ich komme halt auch nicht da hoch. Das ist die Sache. Oh, hab ich mich gerade... Hier kann ich nicht ausweichen. Das ist scheiße. Kann ich zurück? Mach nach da, meine Liebe. Mach nach da. Die. Okay. Nicht? Boah. Okay. Ich glaube, man verletzt ihn nicht genug, wenn man so weit weg ist. Letzte. Ah, das ist ein SP. Kein Fall. Da kommt mal wieder näher. Da sind die nicht nah genug. Letzte. Kann ich die... jetzt durch Fallschaden gestorben oder wie darf ich das verstehen? Ich muss halt aufpassen, dass ich selber nicht runterfalle. Ich muss sie halt erst ranziehen, sonst habe ich keine Chance. So wie ich jetzt nämlich. Ich habe nämlich jetzt auch gestorben durch den Fallschaden. Ich weiß jetzt nicht, wo es gespeichert hat, aber ich glaube, so würde ich es dann machen und weiß ich zumindest, was mich erwartet. Also es würde gehen. Habe ich das gelootet schon? Ja. Das haben wir. Zurück. Gut, da hat es gespeichert gehabt. Naja. Ich würde es aber so machen, dass ich das von der anderen Seite mache. Alter, diese Kiste. Was ist das denn für eine Special-Kiste? Ich meine, ich kann sie auch nicht markieren. Also ich kann gar keinen Zauber dann auf sie wirken. Also was ich ausprobieren kann, ist Lumos. Ah, toll. Kann ich so wieder einsammeln? Das ist mir aus Versehen passiert. Dieser Bowl. Ich will da nicht reinlaufen. So, These wollte ich drücken eigentlich. Ich probiere es mal mit Lumos. Lumos. Nee. Weil die anderen Zauber, dafür muss ich es markieren können. Das ist die Sache. Ich könnte mich bestimmt auch durchschleichen, oder? Fällt mir gerade auf. Also ich könnte mich auch unsichtbar machen und dann auch so Schleicher, aber Angriffe machen. Bringt mir aber nicht so viel. Weil die anderen bekommen das ja mit. Mein Problem ist, dass es so viele auf einmal sind. Ah, okay, die Kohlköpfe gehen irgendwann kaputt. Akio. So.
Also ich mach das so. Gut, dass Jack da nicht runtergefallen ist. Ja, oder? Sieht gut. Expelliarmus! Leviosa! Ja, mal, das kann halt die Kombos dann nicht so gut machen. Nein! Was machst du? Was machst du? Macht mal! Gottchen! Weil im Kampf lädt sich das auf einmal nicht so schnell auf. Verstehe ich nicht. Das ist ja... Ja, damit du guckst, wie du deine Kombis machst. Aber es ist dumm, weil meine Zauberkraft... Da kommen nämlich noch mehr. Seht ihr das? Deshalb, ich bleib doch hier. Also, ich darüber gehe, sehe ich so aus. Sehe ich so aus? Ich möchte, dass sie ein bisschen näher kommen. Also. Rückt mir das tatsächlich nicht da. Die war, eine war gerade markiert. Ich weiß, das soll man nicht so machen, aber als ob ich da reingehe. Man kann ja auch mal Sachen für sich nutzen. Vielleicht müsste ich ein bisschen näher ran. Die sind festgebackt. Nee, jetzt kommen die ein bisschen näher, oder? Ja. Expelliarmus. So. Okay, ich kann sie auch einfach die Schlucht runterwerfen. So macht man das nämlich. In Wirklichkeit macht man das so. Okay. Ja, soll man nicht so machen. Nee. Mir egal. Man kann ja auch selber zielen. Also, funktioniert halt leider nicht so gut, wie wenn man... Jetzt, für die bin ich gleich weit, zu weit weg. Für die letzte, die da ist. Ja, da kann ich jetzt auch ein bisschen näher ran. Stopp, nicht so nah. Ich bin eigentlich näher dran als insgesamt vorhin. Ja, nur so zur Info. Was ist das für ein Bullshit? Jetzt, sie hat sich eingekramt. Was ist das für ein Bullshit? So krebt sie sich ein, wenn ich... Ich bin näher ran. Hm. Soll ich eigentlich darüber springen? Das hat nicht gespeichert. Das hat einfach nicht gespeichert. Ich darf das gleich nochmal machen. Ich kann hier probieren. Ich werde aber sterben. Ich glaube, weil... Ja. Man stirbt instant, weil man gar nicht hier runter soll. Das ist die Sache. Deshalb sind die Spinnen auch gestorben. Es kann nicht sein. Das finde ich jetzt kacke. Deshalb wollte ich nicht rüberspringen. Ich bin auch gesprungen. Die war nur so... Nochmal? Natürlich nochmal. Jetzt kriege ich Aggression... Ich krieg doch keine Aggressionen, weil es gespeichert hat. Aber ich kann die Sachen nicht einsammeln, die gedroppt wurden. Nee. Das ist, was die Spinnen gedroppt haben, kann ich nicht einsammeln. Okay, aber ich krieg keine Aggressionen, weil ich bin hier. Ich habe gerade gedacht, ich muss das nochmal machen. Ich habe gerade echt gedacht, nee. Weil man kann an bei manchen Sachen nicht selber speichern. Hier komme ich hoch. Okay. Unberührte Truhe? Jack, da war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Weil die Sache ist die. Die eine Truhe, die genauso aussah, konnte ich nicht looten. Ich glaube, das ist einfach eine unsichtbare Wand. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand looten konnte. Bin ich mir jetzt nicht sicher, warum. Ich denke mal, es ist einfach ein Fehler gewesen. Oder?
Es war jetzt auch nicht irgendwie so ein erkennbares Spinnennetz davor oder so. Also krass erkennbar. Da war einfach nur Deko davor. Für mich. Es ist ja echt anstrengend. Auch mehr Heiltränke. Frage ist, nach da müssen wir, glaube ich. Ah, das sind nicht diese Steine. Ich verwechsel das immer. Ich sag euch, wenn ich danach nicht 5 Millionen Heiltränke machen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen... Nee, gar nicht. Doch, da könnte es sein, dass wir da lang müssen. Da oben geht's auch long. Aber wir müssen woanders lang und dann hier rüber quasi. Da ist auch ein Eingang. Da komme ich aber nicht hoch. So gut kann ich nicht sprengen. Also würde ich jetzt nach... Ich höre Dinge. Nach da gehen. War ich jetzt hier? Von da kam ich. So, ich bin nach da gegangen. Nach hier könnte ich noch gehen. Es ist das Ding, wo ich vorhin runtergefallen bin und man stirbt, wenn man von oben runterfällt. Da ist sie. Die Brücke. Ah, sie ist fast fertig. Oh, da ist die Brücke. Es kann sein, dass ich triff eine. Noch mehr Spinnen? Die kann Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Nee, darauf warte ich auch noch. Ehrlich gesagt, ich will da hoch. So. Wäre ich doch mal den anderen Weg gegangen, wo ich auch noch lang muss, halt jetzt bestimmt eine Kiste. Kann ich so einen Kohlkopf hier runterwerfen? Ja. Fang! Bewegt sich nicht. Das ist doch eine Spinne. Echt jetzt? Ah. Und wieder hoch. So, die müssen mich halt im Dings behalten. Wo gehen die denn hin? Die gehen zu der Wand. Da kann ich nicht. Und da kann ich nicht kämpfen. Sie sind nicht so schlau, um hierher zu gehen. Gut, eine ist weg. Ich mache auch die ganze Zeit hier irgendwelche Herausforderungen mit irgendwelchen Spinnen. Besiege Spinnen. Ich hasse Spinnen. Expelliarmus. Wir werden immer erstmal direkt hoch, nachdem man einmal ein bisschen hier eskaliert ist, nenne ich es mal. Der eine rennt da brennend rum. Leviose. Expelliarmus. So. Wo sind die anderen? Die müssten ja auch irgendwo sein. Da. Leviosa. Expelliarmus. Das mag ich immer noch am liebsten. Ach du Scheiße, jetzt. Ach du Scheiße, jetzt gehe ich da mal wieder hoch. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Da bitte einmal hoch. Ich muss mich erstmal sammeln und mir einen Plan machen. So, die kriege ich. Also theoretisch. Es ist jetzt auch ein Bug auf meiner Seite, nicht wahr? Weil man soll das von da unten aus machen. Deshalb zählt es nicht. Ja. Zählt so nicht. Okay, die anderen haben es aber nicht gesehen, oder was? Oh Gott. Die hat so viele Punkte. Die hat so viele Punkte. Na, shitty. Okay, die kommen aber nicht hier hin. Was ist das denn? Lebt die wieder? Oder ist es eine neue? Ich hoffe, es ist eine neue, sonst ist ja hart.
Jetzt wurde ich getroffen. Von einer. Ich habe aber keinen Heiltrank. Deshalb muss ich das hier echt anders vorgehen. Was ich wahrscheinlich machen soll. Tego, Levioso, Scaliamos. Ist sie jetzt tot? Ich hoffe doch. Wieso kann ich die da eigentlich nicht treffen? Was ist das denn für eine Spinne, bitteschön? Ich hol die auch nicht ran oder so. Auf gar keinen Fall. Das sind die, glaube ich, diesen Dingsklatscher machen. Okay, es sind gleich noch so eine kleineren übrig. Okay, da ist noch so eine große. Oh ne. Steuerung und ausweichen und nach oben. Und einmal kurz hier sammeln. Und drei da. Also ein paar kommen immer wieder. Die da sind, weiß ich nicht. Unbesiegbar. Meine Vorgehensweise ist eigentlich gar nicht so schlimm. Denn Memmenhaft ist mir Latte. Ich finde es eigentlich recht klug, sagen wir es mal so. Die rote sieht mich, glaube ich, nicht. Da kommt gerade einer. Ja. Da kommen immer mehr. Ich glaube, ich muss die großen machen. Das ist das Problem. Ich muss die große da machen, weil ich glaube, die kleinen tauchen immer wieder auf. Ja, und deshalb kann ich die auch von hier nicht anvisieren, weil das so eine sind, die einfach nur nervig sind. Ich hätte gern die rote da hinten. Aber ich muss die da hinten machen. Ist sie tot? Nee, die ist nicht tot. Ich krieg sie nicht. Ortego. Sie will sich einkramen. An diesen Einzauber kann ich nicht zu groß kramen, nenn ich's mal. Wie soll ich denn hier noch machen? Ich will die große. Das ist wieder eine große und ich sterbe gleich. Deshalb muss ich mal ganz kurz hier weg. Okay. Aber ja, jetzt wird mir zumindest vor Essen noch an den Gang hier groß, aber. Mach's gut, Monster. Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Gangdor hier war. Okay. Einsammeln, sonst ist es wieder weg. Ich würde trotzdem gleich da hinten nochmal gucken gehen, weil ich glaube, hier geht's einfach weiter. Außer man muss ein Rätsel machen, weshalb man eh den anderen Gang lang gehen musste. Das ist hier schon. Also man kriegt es hin ohne Heiltränke, aber man muss das echt vorsichtiger angehen. Also viel, viel vorsichtiger angehen. Dann klappt es. Blätter mal von Malvenkraut. Sehr gut. Das brauche ich doch für diese Geheimnisse von Merlin. Ich hätte was übersehen. Also da hinten war das Rätsel mit den Dings. Aber hier habe ich nichts übersehen. Oh, ich würde erstmal da zu dem Rätsel gehen. Ich würde die Truhe looten und zurückgehen und hier noch nicht lang gehen, weil ich möchte da hinten, was auch immer da war, das looten. Da war doch noch ein Gang. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Ja, du kannst dich einfach bedienen. Kein Problem. Ich latsche jetzt trotzdem erstmal zurück. Das wird sich hier ein bisschen hinziehen. Ich merke schon die Folge. Egal.
Aber ich kann einen Gang, wo ich weiß, dass da ein Gang ist, doch nicht einfach nicht lang gehen. Das geht doch nicht. Hier, das da. Was ist denn mit diesem Rätsel? Wisst ihr, was ich meine? Oder ich brauch's für gleich. Das kann natürlich auch sein. Aber hier geht ein Weg hoch. Also würde ich jetzt erstmal das, was ich sehe, machen. Also hängt es viel. Also wenn, weil ich komme ja von hier da hoch. So. Ich jetzt hier lang. Mhm, da ist nämlich eine Kiste. Was war das denn? Achso, ich war noch. Bin auch fixiert gewesen. Eine Mütze, die kann ich verkaufen. Münzen. Und ein Revelio. Stein. Gibt es hier noch eine Info? Nö. Echt, ich bin für eine Mütze, die nicht besser ist. Und zwei Goldmünzen oder was? Das waren gerade hierher gegangen. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich jetzt? Nee. Einfach nur nee. Na gut, aber wir haben uns das angeschaut. Ich meine, das ist ja das Wichtigere. Wir haben geguckt und wir haben nicht übersehen. Jetzt das Rätsel von der Brücke. Da oben sind zwei und da unten war ein so ein Ding. Genau. Ich glaube, das kann man aber von oben machen, das untere. Da war ein Loch jetzt in der Decke. Jetzt. Nee, kann man nicht. Da ist schon das Tor im Weg. Levioso. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Nach welchem Symbol? Hä? Oder meinte sie das, weil ich einfach... es kann sein, dass sie das generell sagen würde. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen, damit man das hier aktivieren kann. Ich hatte es ja gerade schon aktiviert. Jo. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Ja, aber da hinten sind diese komischen Steinkrieger und ich habe keinen Heiltrank. Das sehe ich schon. Ich sehe die schon, diese komischen Krieger. Wie viele sind denn das? Drei? Da sind auch noch zwei wahrscheinlich und da auch zwei mindestens. Also mindestens fünf. Ich habe richtig Bock. Drei, 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 neun. So, habe ich bessere Ausrüstung? Ich glaube, eine bessere Ausrüstung hatte ich bekommen gehabt. Ja, und zwar bei den Hüten. Schick. Muss erstmal so bleiben, weil ich jetzt erstmal so kämpfen werde. Stehen die von alleine auf? Ich muss hier reinlaufen. Richard Jackdaw. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten mitnehmen. Da bin ich hier. Ich sehe schon, was passiert, aber ich kann noch nichts machen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ja, 100 Pro. Und Kampfmucke ist hier auch. Nein, ich komme hier nicht mal raus. Holy fuck. Nein. Alter, eieiei, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Ich bin so am Asch-Asch-Asch-Asch-Asch-Asch-Asch-Asch-Asch. Holy fuck. Ich habe keinen Heiltrank, nichts. Das ist doch...
Das ist hart, das ist einfach hart. Ah, jetzt sterbe ich nämlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich schon so weit komme. Eieieiei. Ich muss erstmal noch da hinten. Machen wir erstmal Platz hier. So, ich hätte gerne. Es stehen die auch, war klar. Wird das gespeichert? Wie weit ich das. Das sieht ja noch brutaler aus. Ich glaube, ich muss das ganze Level aber nochmal machen, weil ich das nicht schaffen werde. Ich werde es sowas von nicht schaffen. Da steht der nächste wahrscheinlich auf. Sache ist halt die, ich konnte zwar X drücken, das würde ich jetzt machen. Wenn sie es halt lohnt, nicht wahr? Okay, Steuerung. Immer schön ausweichen. Wo ist er? Wo ist der Herr? Da. Holy shitty. Was ist? Nee, der steht da noch. Das ist unheimlich. Was geht da vor? Alter, ich kann nicht mehr. Ich brauche kurz mal ein Päuschen. Okay, das ist krass, dass ich das. Also langsam. Ich glaube, mit dem Ausweichen klappt es halt einfach besser. Und ich weiß ungefähr, wo meine Sachen sind. Jetzt soll ich hier übrigens untersuchen. Spuren nach alter Magie. Mache ich gleich, wenn ich hier gelootet habe. Okay. Das ist hier. Okay, ich hätte echt gedacht. Ich weiß, ich sage die ganze Zeit, okay, aber ich bin noch so fertig vom Kampf. Revelio. Ich bin einfach noch so fertig vom Kampf. Schauen wir uns das an. Das ist echt hart. Ich komme auch noch immer nicht raus. Also ich muss hier lang. Das habe ich schon mal gesehen. Ach. Bei Greenguards und in der verbotenen Abteilung. Ich brauche eine Pause. Ich brauche Heiltränke. Ich brauche doch einfach nur Heiltränke. Mehr nicht. Aber ich würde nicht rauskommen. Ich muss jetzt hier lang gehen. Okay, aber wenn wir... Wo bin ich? Ich frage mich auch. Aber wenn wir das schaffen ohne Heiltränke... Vielleicht kommt jetzt auch einfach mal nochmal Story. Nein. Der Raum wird langsam... geflutet? Sterbe ich jetzt so? Ich kann nichts machen. Werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Krass, okay. Das bin nicht ich. Das ist in der Story jetzt. Okay, es ist Story. Okay, okay. Ja, jetzt. Okay. Das ist ja geil gemacht. Das ist geil gemacht, Leute. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Jetzt ist auch mal der Ton ein bisschen anders. Was ich hier herausgefunden habe. Ich wünschte, ich würde in Hogwarts. Wo bin ich hier? Ja, das frage ich mich auch. Ich wünschte, ich würde in Hogwarts auftauchen. Weil ich brauche Tränke. Das sieht schon aus wie so eine Arena. Revelio. Ist alles leer. Oh, okay. Kann das sein? Okay, die kennen wir ja schon.
Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Oh ja. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Ja. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Ach Mensch, ich habe das Buch nicht. Das Buch habe ich doch abgegeben. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Okay, deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Jetzt haben wir die Talente freigeschaltet, das hatten wir vorher nicht. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkte plus 1 verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise, Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen mächtigen Talente dich erwarten. Dunkle Künste. Schleichen. Raum der Wünsche. Zaubersprüche. Also Raum der Wünsche wäre cool. Aber ich habe noch nicht mal einen Raum. Ach so, hier. Ich muss doch ein Talent. Unsichtbarkeitstrankstärke. Muss Unsichtbarkeitstrank nutzen können, um dieses Talent freizuschalten. Das kann ich ja noch gar nicht. Schleichen. Das hätte ich schon freigeschaltet. Naja, wir gucken uns das mal an. 10 Punkte hatte ich verfügbar. Jetzt würde ich einfach ganz gerne erstmal zurück nach Hause, wenn das okay ist. War nämlich alles so aufregend. Kann ich oben lang? Ja, oben lang. Dass ich erstmal ganz viel Heiltränke brauen muss. Das war einfach zu... Ja, und ich habe die Seiten aber von Richard. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Ah ja, da wird noch was drinnen stehen. Ah. Ich sage ja immer, erweitert den Horizont. Okay. Flohflammen, aber ich würde ganz gerne Richard die Sachen wiedergeben. Verlasse die Kartenkammer, mache ich. Bin auf dem Weg. Aber ich habe da einen Schnellreisepunkt, weil ich ja irgendwie wieder zurückkommen muss, wenn ich das Buch habe. Aber ich muss ja noch mit Richard reden. Behalte ich das jetzt einfach? Bin ich so dreist? Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ja, ich habe eine Menge Quests. Das ist ein Buch. Hier.
Aber ich muss doch noch Richard das geben. Hat sich das jetzt aktualisiert, die Seiten? Nee, ich muss mal kurz warten. Ich bin immer zu ungeduldig. Ja, ich bin in Hogwarts. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Ich habe eine Aufgabe von Professor Sharp, aber hier ist ein Schlüssel. Die wollte ich eigentlich auch noch machen. Das werde ich auch vorher machen. Ich brauche erstmal was Entspanntes nach dieser Aktion. Was aber krass ist, ist, dass Richard... Muss ich jetzt nicht mit Richard reden? Das wundert mich ein bisschen. Ich muss den doch mit dem labern. Oder nicht? Also, wirklich. Das ist ein bisschen... Komm, flieg darüber. Wir haben kein... zu lahm. Ich bin... Meine Konzentration ist schon aufgebraucht, sage ich euch. Geht doch. Doch. Ausmarke. Na gut, jetzt gucke ich aber nochmal nach. Das mit Richard hat sich nicht aktualisiert. Unterrichtsstunde fliegen. Ja! Ja! Endlich! Endlich. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall machen. Und die Schlüssel suchen ist auch okay. Also ich bleibe ein bisschen in Hogwarts. Ich hätte noch was zum Kämpfen übrig und die Aufgabe von Sharp. Sehen wir dann. Aber fliegen wäre echt nice. Dann kann ich mir vielleicht endlich den Besen holen. Was mich wundert ist, dass wir jetzt nicht mit Richard reden können, wenn ich das richtig sehe. Ist halt ein bisschen komisch. Ich könnte... Also es... Weiß ich nicht, wir könnten einmal nachsehen, ob er noch... Würde ich jetzt aber schnell Reisen machen, ob er da an diesem Punkt ist, wo wir ihn zurückgelassen haben. Ich würde ganz gerne... Ja, genau, hier. Ja, das hier vor der Spinnenhöhle war das. Ich sterbe jetzt nicht, wenn ich da ankomme, weil da irgendwelche Gegner gespawnt sind oder so. Wir können da einmal gucken, ob er da steht. Oder ob er im Eulenturm ist, ansonsten weiß ich auch nicht. Ich fände es jetzt nur ein bisschen komisch. Nee, er ist nicht hier. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es gar nicht hinterlegt ist. Aber hier haben wir ihn eigentlich zurückgelassen. Jetzt würde ich noch im Eulenturm schauen. Weil da ist ja seine Wohnung. Nee, was ist denn der Eulenturm? Ach, in Hogwarts. Öffne mir die Karte von Hogwarts. Da ist der Eulenturm. Nee, geheime Räume. Der Eulenturm, der ist da. Hatte der Eulenturm keine Dings gehabt? Das wundert mich. Nur mal zu den Tierwesen und dann latschen wir nach oben. Das ist aber etwas, was mich jetzt wundert, dass wir nicht mit Richard reden können. Also er war nicht an dem Punkt. Das heißt, entweder er keinen Bock mehr gab zu warten oder was noch viel, viel schlimmer wäre. Sie haben es einfach nicht in der Quest bedacht. Lumos. Dass wir da einfach jemanden zurücklassen. Da stelle ich mir jetzt sogar fast eher vor, dass das einfach vergessen wurde. Ich hoffe, ich werde gleich vom Gegenteil überzeugt. Ihr wisst, dass ich bei manchen Sachen doch etwas pingeliger bin. Und warum gab es keinen Schnellreisepunkt bei dem Turm oben? Das ist auch kurios. Aber das möchte ich noch geklärt haben. Das möchte ich noch geklärt haben und danach machen wir die gechillten Sachen in Hogwarts. Aber das geht halt einfach nicht. Das hatte ich schon gelootet. Das ist für mich so ein kleines... Nö. Oder er taucht später nochmal auf. Dann hoffe ich das, wenn wir ihn jetzt nicht finden, dass es sich dann klärt. Weil wir können ihn... doch nicht einfach da stehen lassen. Ich muss ihm das doch erzählen. Der Zauberstab war da doch nicht. Genauso wie ich Ollivander Bescheid sagen muss. Was flattert denn hier? Ach, die Feder von den Eulen. Jetzt haben wir noch da oben. Aber ich glaube nicht, dass er hier ist. Lumos. Denke nicht. Nee. Okay, Leute. Okay. Das tut mir jetzt wirklich leid. Aber dann hoffe ich, dass wir Richard irgendwann anders wieder treffen, weil dann, dass es nicht einfach vergessen wurde. Ich
finde es ein bisschen schade, weil eigentlich sind wir wegen Ollivander losgegangen und dann wegen Richard losgegangen. Und jetzt ist es weg. Das ist schon ein bisschen kurios. Aber nichtsdestotrotz war es das für heute. Es war mir wie immer ein zauberhaftes und dieses Mal wirklich anstrengendes Blumenpflücken. Und ciao!